Wir suchen Frühstück. Es ist spät. Wir haben gerade eben alle kommenden Trips gebucht. Also alles einmal durchgeplant, wo wir wann sind. Und schon die Hostels reserviert. Und jetzt suchen wir uns was zum Frühstücken. Und dann geht's nochmal ganz entspannt an den Strand. Letzter Tag hier. Wir haben unseren Frühstücksort gefunden. Das ist ein Restaurant, was kein Frühstück serviert. Aber wir hatten richtig Lust auf Pizza. Deswegen gibt's jetzt Pizza. Und ja, mal schauen. Janne trinkt Tee. Warmen Tee. Bei mir natürlich wieder eine Cola. Da ist schon mal die Pizza Hawaii und sie hat auch Bacon drauf. Margarita. So, der Laden ist jetzt hier komplett voll. Als wir ankamen, war nur eine Familie da. Und wir haben jetzt schon also ich meinte ja eben schon zu Janne, Konrad hat immer so einen Spruch, da sagt er immer, kaum ist er da, sind alle da. Ich weiß gerade nicht mehr, was er sagt. Aber Konrad, wenn du das hörst, das geht an dich. Ich habe dran gedacht, wie du das immer sagst. Jetzt ein Fruchtshake für den Pool. Wir haben jetzt was gefrühstückt, also die Pizza. Jetzt haben wir eben noch unseren Transport morgen früh zum Pier gebucht, wo dann ja die Fähre abfährt nach Krabi. Und die Frau war ganz nett, die hat ganz viel geredet. Und jetzt geht es nochmal ans Wasser, beziehungsweise an den Pool. Und den letzten Tag genießen. Und ich sehe schon, es sind heute ein bisschen mehr Wellen, was ja auch ganz nett ist. Die Liegen haben uns natürlich erstmal direkt in den Schatten gestellt. Und das sind die Wellen heute. Sehr schön. So, Janne geht joggen. Joggt da los. Da ist er wieder. Wie war's? Jetzt geht's noch mal ins Zimmer fertig machen und dann geht's Abendessen. Sieht ja aus, als hätte ich ein Vogelnest auf dem Kopf. Jan und ich riskieren jetzt was und zwar gehen wir in ein Sushi-Restaurant. Also ich glaube nicht, dass ich Sushi essen werde. Es hatte sehr gute Bewertungen und ist auch eher teuer. Aber die haben auch normales Essen und Janne wollte unbedingt Sushi. Und danach holen wir uns dann wahrscheinlich noch einen Smoothie, weil der so geil war heute. Los geht's! Wir sind jetzt auf dem Weg. Das ist so die gewohnte Strecke, also es ist nicht wirklich weit. Update noch zu heute. Heute Morgen sind wir um 7 oder so einmal geweckt worden von so richtig lauten Knallen. Und ich glaube, so Amerikaner hätten richtig Schiss gekriegt, dass das so ein Shooting wäre. Wir natürlich nicht. Und es war um 7 einmal, also es klang so, als hätte jemand, würde jemand so schießen. Das war aber auch wirklich laut. Und dann war das irgendwie um 9 nochmal und um 10 auch nochmal oder so.
Und dann kurz bevor wir los sind, auch nochmal. Und naja, dann haben wir, ich habe irgendwie mich nicht getraut zu fragen, weil ich auch nicht wusste, ob die das verstehen, wenn ich das frage, was das Laute war. Und ich wollte auch nicht, dass sie sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen da von dem Hotel. So nach dem Motto, das war so laut und so. Natürlich war es laut, aber es hat uns nichts ausgemacht. Also es war halt kurz laut, dann sind wir wieder eingeschlafen um 7. Aber ich habe dann nicht gefragt, aber zufällig haben wir beim also wir haben so einen Transport gebucht für morgen früh vom Hotel zur Fähre. Und dabei hat die Frau, das war so eine Frau, die hat die ganze Zeit erzählt, das war ganz witzig, die hatte, glaube ich, niemanden sonst, mit dem sie sprechen konnte. Und dann hat sie auch erzählt, dass ja das so laute Knalle gab wegen des chinesischen Neujahrs. Und ja, also es ist irgendwie, haben die wohl schon das chinesische Neujahr gefeiert, ich weiß gar nicht genau, wann das ist. Aber deswegen gab es schon laute Knalle heute. Das war ein bisschen crazy. Genau. Als Vorspeise gibt es frittierten Lachs. Oh, Jana. Thank you. Ente gut, alles gut. Janne gibt auf. Is it you? Yes. Ah. Letzter Shake hier. So, jetzt chillen wir nur noch ein bisschen. Ich schneide das Video und gleich muss ich noch packen. Hier sind noch so ein paar Sachen von mir. Da auch. Das wird dann nochmal eine kleine Hürde heute. Aber sonst, ja, wir müssen morgen sehr früh raus. Der Shuttle holt uns schon um 6.15 Uhr bis 6.30 Uhr ist der da. Also ziemlich früh. Und ja, dafür müsste halt alles bereit sein. Und ich würde auch gerne morgen früh nochmal an den Strand. Da soll ja der Sonnenaufgang dann noch in etwa sein. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ja, aber wir haben ja nicht so viel zu packen. Das muss also alles nur noch in die Tasche gestopft werden im Grunde. Gut, dann bis morgen.